Hallo zusammen, ich bin's mal wieder. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video die Sachen von Kreativ Bunt gezeigt. Jetzt drehe ich gleich noch die anderen Sachen. Und zeige euch einfach mal ganz kurz, was ich da noch bekommen habe. Und zwar war ich bei Nanunana drin. Da wollte ich für ein Geschenk was gucken. Da gibt es immer so ganz tolle, ja, so kleinen Krusch und kleinen Sachen, wo man sich einfach ein bisschen was einfallen lassen kann. Und das wollte ich euch jetzt einfach noch mal kurz zeigen. Das ist auch nicht viel. Da haben wir jetzt die schöne Tüte. Und zwar habe ich ganz unten im Regal in einem Körbchen gesehen, diese Karten. Und zwar liebe ich ja dieses Pummeleinhorn. Und so habe ich mir die hier mitgenommen. Den hier habe ich zweimal. Den hier. Die süße Maus. Den da. Und den. So. Ich zeige euch den hier noch. Den habe ich dreimal mitgenommen. Das kann man ja immer gebrauchen. Und jetzt ratet mal, was der gekostet hat. 25 Cent. Und zwar waren die gerade wahrscheinlich, ja, die gingen halt raus aus dem Sortiment. Also die Postkarten als auch diese Karten mit Umschlägen. 25 Cent. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bereue, dass ich nicht ein bisschen mehr mitgenommen habe, aber ich denke, das ist schon so in Ordnung. So, dann habe ich noch dieses hier mitgenommen. Und zwar ist das ein richtig, richtig schönes Papier. Ihr seht den Preis hier schon in 6,95. Und ich wollte wie immer nachschauen, welches Papier da drinnen steckt. Ach, jetzt geht das natürlich wieder nicht auf. Komm raus. Genau, das können wir gleich wegschmeißen, das Plastik. Und zwar fühlt sich das hier richtig, richtig weich an. Und sowas gefällt mir richtig, richtig gut. Es hat schon eine gewisse Dicke. Schauen wir mal kurz rein. Das ist auch richtig, das ist nochmal so glänzend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich weniger. Und dann hat es gepunktete Seiten. Und alles, was gepunktet ist, gehört mir. Also ich mag liniert sowieso nicht. Habe ich noch nie gemocht. Und kariert auch immer nur, wenn das so ein ganz leichter Druck ist. Also wenn das irgendwie so ein dominanter schwarzer Strich da drin ist. Ich mag das überhaupt nicht. Und seitdem ich das eben mit den Punkten gesehen habe, gehe ich noch mal ein bisschen näher hin. Das kann aber schon jetzt hat. Bin ich total verliebt in dieses Punktkariert. Aber das gibt es ja in Deutschland nur selten. Und auch wenn ich es nur mal nebenbei bemerken darf, bei Action zum Beispiel gibt es ja fast gar nichts in punktkariert oder eben in kariert, da ist ja fast alles liniert. Und da denke ich mir auch manchmal, ja, wenn du da sowas findest, tja, dann ist es meins. Das gleiche habe ich dann nochmal, also es gab diese zwei Farben, habe ich mir das nochmal mitgenommen, in den beiden Farben und das möchte ich halt verwenden als Tagebuch für meine Maus und da lässt sich auch wieder schön viel drin aufschreiben. Und ich denke mir halt, ich hatte als letztes jetzt ein Hardcover und ich denke, dass das Softcover wahrscheinlich ein bisschen besser geeignet ist. Dass wenn das ein bisschen dicker wird, mit durch die Fotos natürlich und so weiter, dass das dann ein bisschen, ja, wir werden sehen, ein bisschen mehr Flexibilität hat. Das war jetzt mal Nunana. Das packe ich jetzt mal kurz ein bisschen auf die Seite. So. Und dann habe ich noch bei Teddy ein bisschen was gefunden. Das zeige ich euch auch noch mal ganz schnell. Und zwar habe ich von diesen Rollen ja schon zwei Stück. In diesem Gold und so cremefarben. Und da habe ich ja schon mal so ein Cover für mein As, nee, was war das? B6 Notizbuch gemacht. Da bin ich jetzt eigentlich nicht ganz so zufrieden. Ich wollte es mal probieren, dass ich das einfach, also
die Innenseite aneinander klebt, dass ich zweimal das gleiche habe, innen und außen. Das ist quasi nur so ein, also nicht mit Pappe oder so, sondern einfach so ein weiches Cover mache. Das hat jetzt 7 € gekostet, 33 cm hoch und 182 cm in der Länge, also aufgerollt. Und ich finde, das ist ein super Preis. Also ich finde das Material gut. Die Farben sind schön. Also ich weiß nicht, das kann man jetzt nicht so viel verlangen, ne? Aber dafür reicht es allemal aus. Und die Menge ist auch viel. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, für das Cover habe ich schon einiges gebraucht, aber trotzdem habe ich noch viel übrig. Also man kann da schon einige Projekte damit gestalten. So viel dazu. Also die Farbe fand ich jetzt noch sehr schön. Die habe ich dann nochmal mitgenommen. Ach so, und das ist nochmal in so einem metalligen. Das hat nochmal so einen metalligen Schimmer. Ja gut, ich denke, das sieht man auch schon. Apropos, ganz kurz nebenbei. Ich habe jetzt nochmal probiert, meinen Standort zu wechseln. Und zwar habe ich mein Bastelzimmer ja vorne auf zur Straße raus. Und da war es ja immer recht laut. Das weiß ich ja selber. Und jetzt habe ich mal probiert, mich im Wintergarten so ein bisschen auszubreiten, was, glaube ich, mein Mann jetzt nicht so geil findet. Weil es hier einfach super ruhig ist und da hörst du keinen Mucks. Nur dann bin ich halt mitten in der Wohnung. Meine Kleine springt hier rum. Also ich weiß nicht, ob man sie vielleicht zwischendrin mal hört. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich fühle mich dann immer so beobachtet. Ich kann dann nicht so frei sprechen. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal eine Gewohnheitssache, keine Ahnung. Aber ich fühle mich halt wohler, wenn ich so einen geschlossenen Raum habe. Wenn man mich dann hört, okay, aber in meinem Gefühl heißt es, nein, da ist alles zu, mich hört niemand. Naja, okay. Ich werde es mal ausprobieren. Auf jeden Fall hat man jetzt keine Nebengeräusche, zumindest nicht von der Straße. Und ich weiß nicht, das Licht, ob das jetzt besser ist oder nicht. Wenn ich abends filme, dann ist es hier auch dunkel. Das geht aber nicht, weil da nebendran gleich das Schlafzimmer ist. Also von, ja gut. Red schon wieder zu viel. Auf jeden Fall wollte ich euch das jetzt noch zeigen. Dann machen wir mal weiter. Und zwar habe ich diese hier noch entdeckt. Und ich liebe ja alles so, was in Rose Gold ist. Und Silber und Gold, das kann jeder, aber das findet man halt doch nicht immer so schnell. Und zwar hat das 2,50 € gekostet mit 150 Büroklammern. Und die Büroklammern sind halt auch schmal irgendwie. Die sind nicht so Standard. Einmal das. Und halt diese Clips, Papierklammern, 12 Stück, auch 2,50 €. Und die Dosen lassen sich auch super weiterverwenden. Da hätte ich vielleicht gucken sollen, dass ich keine erwische mit einer Delle drin. Das lieben wir ja. Aber egal. Passt schon. Einmal die. Dann habe ich noch gekriegt, das habe ich beim Rausgehen noch gesehen, und zwar diese Dose hier. Die hat jetzt 1 € gekostet. Da dachte ich mir, ja komm, da machst du nicht viel kaputt. Da kannst du dann da irgendwelche Sticker, Kleinteile oder irgendwas reinpacken. Was ich immer recht schade finde, wenn der Deckel ganz abgeht. Also ich hab's lieber, wenn das irgendwie so eine, wenn das halt dran bleibt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Da hinten dran. Na, ihr wisst schon. Also die fand ich auch richtig süß. Da habe ich auch die Tassen davon. Die kann ich euch eigentlich mal gar nicht. Nee, habe ich die euch nicht schon gezeigt? Ich zeige sie euch. Okay, ich zeige sie euch doch nicht. Ich glaube, die sind gerade in der Spülmaschine. Egal, auf jeden Fall gab es da solche so Tassen im Zweierpack. Auch von Teddy mit diesem Panda drauf. Auch richtig süß. Und da wir schon beim Panda sind, habe ich diese hier noch entdeckt. Und der musste gleich zweimal mit, weil den gab es nur noch zweimal. Und der, glaube ich, wird jetzt überall drauf gebappt. Überall, wo irgendeine kleine Notiz hin soll, wird dieser Panda hier drauf kommen. Und auch in das Tagebuch meiner Tochter. Da habe ich ja auch schon diese Notizzettel vom Kick. Da habe ich ja nochmal welche bekommen. Da ist ja auch der süße Panda drauf. Und ich denke, da wird der auch noch mit reinkommen. Dann habe ich Sticker nochmal geschaut. Da hatten sie das hier. Fand ich auch richtig cool irgendwie mit der Kamera, mit der Polaroid, Instax, wie auch immer. Das hier. Und da habe ich hier Weihnachten. Die fand ich auch richtig cool.
Weil die halt, ja, weiß ich nicht. Schlicht ist jetzt auch wieder blöd gesagt, ne? Aber recht neutral. Und die kannst du halt einfach mal irgendwie aufs Geschenk bappen oder auf die Karte bappen oder auf den Briefumschlag mitkleben. Die fand ich auch ganz cool. Und dann gab es auch diese Bänder. Ach so, 1,50 haben die gekostet, ein Bogen. Und dieser Stickerbogen hat 1 Euro gekostet. So. Und diese hier haben auch 1 Euro gekostet. Ich glaube, jetzt sollte ich alle Preise genannt haben, aber ihr seht sie auch immer drauf. Ja, und jetzt habe ich hier diese Rollen. Fand ich richtig, richtig schön. Ich denke, da lassen sich auch die Geschenke richtig schön mit so einer Schleife dekorieren. 3 Meter, 1 Euro, kann man auch nichts sagen, ne? Haben wir einmal das. Dann habe ich noch diese hier mitgenommen. Da fand ich die Farbe einfach auch ziemlich schön. Naja, damit kann man es jetzt vielleicht nicht kombinieren. Da haben wir, upsala. Da haben wir 4 Meter drauf. Hat auch 1 Euro gekostet. Das heißt, es ist schmale. So, ich hoffe, das bleibt jetzt stehen. Und dann gab es dieses breite, aber das ist nicht die gleiche Farbe. Das kann man jetzt aber, glaube ich, in der Kamera auch schlecht sehen. Ach, das hat so einen lila Stich. Das kommt jetzt in der Kamera ziemlich grau rüber, aber das hat mehr so einen lila Stich. Also kein Sonnenstich, sondern die Farbe. 2 Meter sind drauf, 1 Euro. Dann habe ich noch diese. Das ist mit so Glitzer und Gold. Das sind wieder 4 Meter drauf in 1 Euro. Die stelle ich jetzt mal hier hin. So. Und dann gab es diese kleinen Kärtchen mit passenden Briefumschlägen. Und die fand ich auch ganz niedlich. 1 Euro. Und diese hier. Ich weiß nicht, ob man die jetzt, ob ich die jetzt als Karten verwende oder irgendwie für was anderes, weiß ich noch nicht. Und zu guter Letzt habe ich die hier noch gefunden. Für jeweils 1 Euro. Diese Schutzhüllen. Das ist jetzt die kleine Variante mit 7,5 mal 10,5 Zentimeter. Sind 100 Stück drin. Einmal die hier. Dann die 11x11. Sind 50 Stück drin, auch 1 Euro. Und diese großen sind 16 mal 12,5 cm, auch 50 Stück drin, auch 1 Euro. Ist ja auch lustig, ne? Dass sie da keinen Preisunterschied machen. Naja, gut. Ist ja gut für uns. So, einmal die. Und dann haben wir es eigentlich schon. Ich habe dann noch was gekauft für jemanden. Das werde ich jetzt aber hier nicht zeigen. Aber das sind auch, glaube ich, naja, wobei. Nee, das zeige ich euch jetzt nicht. Weil das wird sonst gesehen und dann ist es keine Überraschung mehr. Was ich aber auch noch gesehen habe im Nanunana, das habe ich jetzt ganz vergessen, weil ich das auf Seite gelegt habe, ist halt jetzt nichts zum Basteln. Und zwar ist die hier. Schaumbad. Und da, ich weiß nicht, das Packaging finde ich einfach total süß. Ob ich das verwende und oder einfach zum Dekorieren hinstelle, das weiß ich noch nicht. Was hat das gekostet? 2,95 € eine Packung. Das lege ich mal hier mit hin. Und bei Rossmann habe ich mir dieses Lineal hier noch mitgenommen für mein Bullet Journal und das ist halt so ein bisschen flexibel. Und dadurch, dass das ein Softcover hat und ich das dann quasi hinten reinstecke, ist es ja auch nicht recht stabil. Von daher ist es vielleicht ganz gut. Es hat jetzt 49 Cent gekostet, nicht die Welt. Ja, und so kleine, ja, gehen halt auch immer recht schnell flöten. Keine Ahnung, wo die dann immer landen. Und ich wollte ja nie
diese Kerzen, weil die, ja, keine Ahnung, die waren ja total gehypt oder sind gehypt. Und zwar diesen hier. Das ist jetzt Vanilla Frosting und das riecht so lecker und so intensiv aber auch. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ja alle davon schwärmen, dass die eben sehr gut abbrennen und eben auch sehr guten Duft abgeben. Da gab es jetzt noch mal eine größere, bei 5,95, glaube ich, hat das jetzt gekostet. Das ist 104 Gramm. Und da gab es noch mal eine größere, die hat dann aber gleich 13 Euro gekostet, also 12,95. Und da gab es aber einen Duft, den ich total gerne haben wollte, aber den gab es dann nicht in der kleinen Größe. Was war das jetzt wieder? Da möchte ich dann auch noch mal gucken, ob ich das irgendwo herkriege. Aber die große Größe brauche ich da jetzt auch nicht unbedingt. Vor allem, weil ja alle immer sagen, die brennen so lang. Und ich wollte mir das dann eben zum Basteln vielleicht mit hinstellen. Was steht denn da drauf? Ja, keine Ahnung. Da steht jetzt auch nicht drauf, wie lange die brennen. Burn Time 20 bis 30 Stunden. Mal schon her. Na gut. Also das war es jetzt. Das war ein bisschen Rossmann, Nanunana und Teddy. Dann hoffe ich wieder, es hat euch gefallen. Lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da, Fragen in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!